Der Name Hightech hält, was er verspricht. Technik auf höchstem Niveau ist hier in Ardaca angesiedelt worden. Auf einem 13.000 Quadratmeter großen Areal ist ein Technologiezentrum entstanden. Neben den Produktionshallen und Büros ist auch ein Trainingszentrum mit 3 modernen Schulungsräumen entstanden. Die Firma Hightech hat sich für diesen riesigen Standort Partner ins Boot geholt. Firmen, die ihren Standort auch in dieses Areal verlegen und idealerweise mit dem Automatisierungs- und Elektroniklösungstechnikanbieter Hightech zusammenarbeiten. Das sind mit Hightech vernetzte IT-Betriebe, nämlich die Unternehmen Sideon als Entwickler von digitalen Integrationslösungen und E-Plan mit Software- und Service-Spezialisierungen. So entsteht hier ein kleines Silicon Valley im Mostviertel mit viel Platz zum Weiterentwickeln. Bei einem solchen Prestigeprojekt für die ganze Region durften auch die hochrangigen Politiker nicht fehlen, für die diese Ansiedelung der fortschrittlichsten Firmen auf dem Standort ein Glücksfall ist. Das ist ein richtiger Technologiepark dadurch entstanden, dass sich derjenige, der die Automatisierung, die Lösung für die Firmen anbietet, gleichzeitig mit einem Softwarehersteller hier für sich verbündet. E-Plan Österreich ist ja seit vielen Jahren schon in Österreich tätig und wir haben ein kräftiges Wachstum in den letzten 10, 12 Jahren hingelegt. Das heißt, wir haben ständig Personal aufgenommen, wir haben ständig unsere Technologien erweitert und am bestehenden alten Standort war es dann schon sehr eng, vor allem auch im Bereich der Schulungsräume. Wir laden ja jedes Jahr so 700, 800 Kunden, Industriekunden aus der technischen Industrie nach Amstetten zu Training sein. Und da war für uns einfach aus Platzmangel schon die Situation, dass wir ein neues Büro gesucht haben. Mit der Firma Hightech hat sich das dann zufällig aufgrund der persönlichen Kontakte ergeben. Und wir sind jetzt seit 1. August hier am neuen Standort vertreten. Für diesen Standort erwarte ich eigentlich, dass wir unseren Kunden tatsächlich die Wertschöpfung in Digitalisierung zeigen können, hautnah. Weil wir haben jetzt die Möglichkeit, zusammen mit Hightech und später auch mit DMG, eine Möglichkeit, die eigentlich unique ist. Also das ist ein USB für die Industrie, wo sie herkommen können und die gesamte Maschinenbau und rundherum, wie das Ganze automatisiert werden kann, dass deren Prozesse effektiver werden und effizienter. Und da haben wir auch die Möglichkeit zu wachsen, weil wir haben Platz. Ich glaube einfach, dass die Lage optimal ist. Wenn man jetzt Österreich betrachtet, ist also gerade der Raum Niederösterreich, Oberösterreich ist ja der Schwerpunkt der Industrie hier in Österreich. Und wir machen Automatisierung, Digitalisierung und so gesehen, für uns war es immer wichtig, nah an den Kunden zu sein. Wir haben hier auch hervorragende Schulen, wir finden hier qualifizierte Mitarbeiter und das war eigentlich mit ein Faktor, wo wir uns eben auch für den Standort hier entschieden haben. Für den Standort hier spricht natürlich einmal die hervorragende Infrastruktur. Wir haben hier hervorragenden Anschluss an alle Verkehrsverbindungen. Dann die exzellent ausgebildeten jungen Arbeitskräfte. Es ist deutlich einfacher, gerade hier in Niederösterreich, noch gut qualifizierte Arbeitskräfte zu finden. Und dann haben wir hier auch die Möglichkeit, hat die lokale Politik uns auch eingeräumt, dass wir hier Expansionsmöglichkeiten haben. Das heißt, wir können dieses Gelände de facto nochmal verdoppeln. Und diese Chance, die bietet halt, wenn man Visionen hat, einfach die Gelegenheit, das über die Jahre auszuweiten. Und das hat uns alles dazu bewegt, dass wir sagen, das ist für uns der richtige Standort. Und die lokale Politik hat uns auch hervorragend unterstützt. Auch das findet man nicht überall. Und dann haben wir gesagt, das passt. Österreich ist für uns als E-Plan und Sideon ein großer Markt. Wir haben tolle Kunden hier, sind schon seit über 30 Jahren hier und haben noch viel, viel vor hier in Österreich und wollen unsere Geschäfte weiter ausbauen. Ja, die Kombination E-Plan und DMG More und Hightech ist eine riesen Chance, in den Bereichen der Automatisierung und Digitalisierung hier den Standort auch am Städten zu stärken, speziell international mit dem Anlagenbau, mit der Konstruktionssoftware von E-Plan, mit der Digitalisierung, mit digitalen Zwillingen, kann man unseren Kunden eigentlich in den Produktionsbetrieben fördern und weiterentwickeln. Was Hightech, Sideon und E-Plan alles gemeinsam können, wurde in einem Video vorgeführt. Für andere große Firmen werden hier Maschinen, Roboter, Programme und Netzwerklösungen gebaut und programmiert.
Die Entwicklung der Wirtschaft zielt immer mehr in Richtung Digitalisierung und künstliche Intelligenz. Das ist ein enormer Wachstumsmarkt und hier in Ardacker ist man vorne mit dabei. Das wurde zur Eröffnung gebührend gefeiert mit Gesprächspartnern, Mitarbeitern, Firmen und wichtigen Partnern aus der Region. Mit der Realisierung dieses 5-Millionen-Baus sind die Chefs hochzufrieden und fühlen sich wohl in ihren neuen Räumlichkeiten. Auch hier ist noch Platz für mehr. Ja, wir haben das Büro jetzt einmal so konzipiert, dass wir von 35 Mitarbeitern, die momentan am Standort Amstetten ansässig sind, auf 60 Mitarbeiter aufrüsten können. Die Technologie, die Digitalisierung, IoT, Industrie 4.0 werden uns genau dorthin bringen, dass wir hoch ausgebildete Mitarbeiter hier am Standort beschäftigen werden und wahrscheinlich auch in Zukunft neue Technologien wie Cloud-Technologien hier am Standort auch positionieren werden. Dass wir das Geschäft hier weiter ausbauen können und dass wir aus Niederösterreich raus in den Bereich der Werkzeugmaschinen und des Sondermaschinenbau, also noch mehr die Automatisierung und Digitalisierung vorantreiben können. Dem Gemore ist ja jetzt der vierte Partner, der sich entschlossen hat, hierher zu kommen. Und natürlich, wenn man eine Firma wie DM Gemore gewinnen kann, der ist Weltmarktführer auf dem Gebiet der Werkzeugmaschinen, also die weltgrößte Firma auf diesem Gebiet, wenn man so einen Partner hier gewinnen kann, das hebt natürlich die Bedeutung des gesamten Technologiezentrums. DM Gemore ist ähnlich wie wir und wie Eplan und wie Sidion. Wir alle treiben ja das Thema Digitalisierung, Automatisierung voran. Das wird in allen vier Unternehmen vom Vorstand her aktiv getrieben. Da haben wir gesagt, die passen inhaltlich, die passen technologisch. Und wenn man dann noch einen Partner mit dieser Reputation und mit dieser Größe findet, dann ist es für alle Beteiligten gut, für die Firma Hightech gut, für die hier ansässigen Firmen gut und natürlich attraktiv für Leute, hier zu arbeiten. Das heißt, wir sind auch attraktiv für Arbeitskräfte. Na, ich denke, dass wir hier für die Zukunft gerüstet sind, dass wir hier ausbaufähig sind, dass wir hier Leute weiter einstellen können, dass wir unsere Kunden hier von dem Standort begeistern können. Wir haben ein tolles Trainingszentrum, die Nähe zu Hightech und zu DM Gemore wird uns hier helfen. Ich denke, alle Fundamente sind gelegt, dass wir hier weiter wachsen können. Für Ardacker, Amstetten und weit darüber hinaus ist das Technologiezentrum ein wertvoller, moderner Betrieb. Die guten Fachkräfte im Mostviertel machen es möglich. Für viele junge Techniker und Informatiker ist die Gruppe rund um Hightech eine große Chance.